Ich darf euch nochmal herzlich willkommen zurückheißen zu Project Osiris im 15. im vorletzten Level, dem Cooling Tower. Und anders als es der Levelname uns vielleicht suggerieren möchte, scheint es hier heiß herzugehen. Man bemerke den Brutzler hier auf der rechten Seite. Aber egal, wir sammeln erstmal die Muni auf. Oh, kleines Erdbeben, das heißt wohl, dass der Reaktorkern kurz vor der Explosion ist und uns die Butze bald um die Ohren fliegt. Aber euch, Freunde, nehme ich alle mit. Mal gucken, ob sie in die Flammen laufen. Das würde uns ein bisschen Munition sparen. Naja, der erste ist schon wieder durchgekommen. Ich glaube, auf dem Brutzler ist nicht so sehr Verlass, weil er halt recht unregelmäßig brutzelt. Ja, da kommen ja wirklich alle durch. Was für eine schwache Vorstellung ist das denn? Es ist halt wie bei so vielen anderen Dingen im Leben. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, musst du selber Hand an die Flinte anlegen. Das gilt bei der Masturbation genauso wie beim Alien Breach Spiel. Hey, dagegen... Ich bin super enttäuscht. Das waren alle. Also, die Level-Designer haben das wirklich so angelegt, dass da alle in die Flammen laufen, kaputt gehen. Aber das ist ja grandios gescheitert. Schade. Hier brauchen wir eine grüne Keykarte. Den Health Pack nehme ich mal mit. 10 Energie, die haben mir gerade so gefehlt. Das passt wunder... Oh Gott, wir fliegen gleich alle in die Luft. Ach, die armen Fußsoldaten. Sie müssen alle sterben, egal ob durch meine Hand oder letztendlich durch die Explosion. Und die Hündchen. Ich werde fast ein bisschen theatralisch. Alle werden sie sterben. Auch die, die ich in den Secrets zurückgelassen habe. Ach du Scheiße. Okay, hier brauchen wir einen blauen Key. Ui. Und die Fettkugeln. Alle werden sie zerschmelzen. In der Kernschmelze. Ich werde mit einem tränenden Auge zurückschauen. Wenn die ganze Anlage hier in die Luft fliegt. Nur um eine Gattung ist es mir nicht so schade. Nämlich die verdammten Plasma-Heinis. Die können alle untergehen von mir aus. Und die Baumstämme, die sind auch kacke. Uiuiuiui, Alter. Wollt ihr, dass ich vor der Kernschmelze noch einen Herzinfarkt kriege? Jetzt zu kurz vor Ziel, das muss nicht sein. Oh, natürlich strafe ich wieder rein. Ein Schuss, ein Treffer. Komm her, Junge. Komm rüber. Mager nicht. Dabei hätte ich so ein schönes Fass für ihn gehabt. Ach, da ist noch einer. Vielleicht ist er so dumm. Ja, komm, komm, komm. Komm, Waldemar. Keine Ahnung, ob ich den jetzt erwischt habe oder nicht. Aber ich greife jetzt mal zum Plasma. Sonst sitzt man hier noch in 3 Stunden da. So, das wär's. Und da kriegen wir auch schon unseren ersten Schlüssel, nämlich den grünen. Hoffentlich ohne zu brutzeln. Sehr gut. So, wo war denn die grüne Tür? Die war hier, ne? Genau. Kann man gar nicht übersehen. Und da geht's schon weiter. Jawohl, oh, ich liebe es, ey. Dieses Spiel, es würde nie langweilig werden, selbst wenn an jeder Ecke ein Fass stehen würde. Es ist einfach so geil. Diese Shotgun-Kerle, was die mir in letzter Zeit jetzt Energie gekostet haben, es ist unglaublich. So. Hier, glaube ich, dürfen wir wieder tauchen. Nun gut, nun gut. Dann tun wir das. Da müssen wir, glaube ich, crouchen. Nochmal geht das. Ui. Ja, so, jetzt klappt's. Okay, hier ist noch ein bisschen... Oh, du Sau. Energie, den Armer nehmen wir gleich mit. Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße. Alter, was ist denn das für eine Kacke? Das ist so richtig unfair, ey. Solche Stellen, ne? Da können die verzweifeln. Schnell, schnell, schnell. Oh. Oh. Ich brauche eine bessere Waffe. Nein, 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 nein. So, wo sind die jetzt? Oh, ach komm, Junge. Das muss nicht sein. Das ist unfair. Oh. Alter, Finne, ey. Das Schweine, ey. Vor allem, er muss ja noch unbedingt sein, ne? Als ob es nicht schon ohne ihn schwer genug war. Jetzt geh abdanken, du mieser Wurm. Okay, dann nochmal zurück in den Raum. Hier gibt's Grenade-Money. Sehr spannend. Oh, da ist ja noch so ein Kerl. Den wollen wir als erstes weg haben. Aber nicht mit dem Rocket Launcher, sondern mit dem Grenade Launcher. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich
finde es zwar nett, dass du mit mir spielen möchtest. Ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, muss ich sagen. Aber jetzt ist nicht die richtige Zeit dafür. Okay. Der Rest der Gegner scheint in die Brutzler gelaufen zu sein. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. So, jetzt können wir mal in aller Ruhe hier die Waffen und die Munition aufsammeln. Wie komme ich denn hier an die Grenade-Muni? Habe ich da genug Momentum? Anscheinend nicht. Vielleicht mit so einem Circle-Ding? Jawohl, das klappt sehr gut. Gut, dann schauen wir mal weiter. Kommen wir nach hier oben? Wenn, dann weiß ich nicht wie. Ach ja, stimmt, ich hatte ja fast keine Energie mehr. Das habe ich schon komplett ausgeblendet jetzt. Pass auf, es ist mal wieder soweit. Save time! Oh, einer muss mich ja immer erwischen. Oh, Rumble in the Bronx. Okay, welchen Weg wollen wir gehen? Den hier nicht, denn da brauchen wir eine gelbe Keycard. Okay. Ah, okay, verstehe. Hier ist der Start gewesen. Genau. Hier die grüne Tür. Das heißt, wir haben nur den Weg. Ui, scheiße. Jetzt bin ich nicht ums Eck gekommen. Ich glaube, er ist so schlau und fliegt gar nicht erst in die Flammen. Alter, der ist mir viel zu intelligent. Der ist wahrscheinlich intelligenter als ich, wenn es drauf ankommt. Na gut, dann kriegt er ihm Plasma ins Gesicht. Ich dachte, wir sehen ihn jetzt verkokeln. Aber so viel Glück haben wir nicht. Sehr gut. Uah. Ihn lasse ich jetzt in die Flammen laufen, den Drecksack. Der hat's verdient. Na komm, Junge, lauf rein. Du willst es doch auch. So ein richtig schönes Barbecue. Jawohl, Freund. Nur keine falsche Bescheidenheit. Er läuft sogar mitten rein hier in den Schlitz. Aber ihm passiert halt nichts, ne? Das Glück des Idioten. Unglaublich, ey. Das arme Hündchen hat's erwischt. Okay, oh, da wartet ja noch eine halbe Armee da hinten. Also ganz vorsichtig. Alle, die durch den Brutzler kommen, die werde ich erledigen. So, ist da noch wer? Ja, da ist noch genug. Keiner traut sich rein ins Feuer. Ist echt schade. Also diese verschenkten Möglichkeiten hier, aber jetzt reicht's mir. Ich habe nicht ewig Zeit. So. Glücklicherweise endlich mal wieder ein bisschen Energie. Und wenn ich mich jetzt schlau genug anstelle, verliere ich die auch nicht an den Flammen hier. So, jetzt muss ich überlegen, wo war denn... Moment, waren wir hier schon? Ich habe so das Gefühl... Ah ja, genau, da ist der Weg. Dort wollen wir hin. Ich möchte nur noch mal kurz was gucken. Also hier ist noch allerlei Verpflegung. Ach komm, ich mache den extra Weg jetzt noch mal. Und nehme das mit. Weil am Ende fehlt es uns nur wieder. Und dann... Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Es ging schon hier nach oben, ne? Dann müssen wir halt den ganzen Weg nochmal gehen. Durch den Teleporter ist egal. Hier gibt es dann auch nochmal ein bisschen Verpflegung. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt die extra Runde gemacht haben hier. Die Zeit haben wir schon. Und wenn wir jetzt an der Tür ankommen, mache ich nochmal schnell einen Quick and Save. Schnell durch, bevor wir geröstet werden. Die Beben gefallen mir gar nicht. Oh Gott, das müssen wieder drei sein. Einer hätte ja nicht gereicht. Na gut. Oh, scheiße. Ja, wenn die alle gleichzeitig ballern, dann wird das schon heftig. Oh, natürlich wieder. In den letzten Feuerball so richtig schön reingestraft. Reingestraft. Das ist meine Spezialität. So. Er planscht ein bisschen. Dann wollen wir ihn gar nicht stören, ne? Solange er uns nicht sieht. Hoppala. Da hat es mir gerade die Maus verzerrt. Na gut. Ich glaube, er hat sie ausgetobt. So, jetzt komm, Junge. Uns fliegt hier gleich alles in die Luft. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Planschereien. Hier ist ein Teleporter. Bevor wir da reingehen, gucken wir uns natürlich
wie immer erstmal komplett um hier in dem Areal. Was? Oh, du mieser Sack, du ekelhafter, mieser Sack, du. Was du kannst, kann ich schon lang. So, das war's für dich. Gut, hier können wir hoch. Bringt uns das schon was? Ich glaube schon. Ich denke, dass wir schon in die Tür können. Aber bevor wir da raufgehen, nehmen wir natürlich die ganze Energie mit. Ist ja klar. Denn wir wollen leben. Stating the obvious. Captain Obvious. Und da hinten habe ich Rockets gesehen. Jawohl. Die wollen wir alle auch. Vielleicht kann ich sie jetzt dieses Mal wirklich aufbewahren für den Endgegner. Okay, wir können eh nur 10 Rockets tragen. Von daher war es da schon. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da bald wieder ein paar Baumstämme auf uns warten. Du weißt doch ganz genau, was hier passiert, Junge. Sobald ich den Schalter drücke... Hoppala, ins Menü wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz safen. Sobald ich den Schalter hier drücke, kommen 5000 Gegner auf uns. Losgeschwärmt. So, da frage ich mich, welche Waffe da Sinn macht. Eigentlich die, aber ja, da liegt sie ja eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben nicht genug Ammo, aber da bekommen wir ein bisschen was davon. So. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Komm schnell raus hier. Dann lebt man länger und gesünder. Das war sowas von klar, dass das passiert. Pass mal auf. Scheiß drauf, ich bin Hardcore. Die mache ich alle mit der Pulse kalt. Oh, wieder genau reingestreckt. Wieso bin ich eigentlich so dumm und mache das jedes Mal? Ich weiß auch nicht warum, aber das ist bei mir immer so ein Reflex. Wenn ein Projektil in meine Richtung geflogen kommt, dann muss ich strafen. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und dann weiß ich nicht, welche Richtung. Und dann treibt es mich immer genau in die Richtung, die falsche. Haben wir jetzt einen Key eingesammelt? Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was ich in den letzten 3 Sekunden gemacht habe. So fickrig und durch den Wind bin ich. Auf jeden Fall gibt es hier, glaube ich, nicht mehr zu tun. Okay, das heißt, wir können wahrscheinlich den Teleporter nehmen. Oder kommen wir hier hoch? Dann würde ich mich hier auch nochmal umgucken. In dem Gang waren wir ja, glaube ich, noch nicht. Ja. Oh Gott, welch schöne Aussicht für mein träges Auge. So, erstmal das Kleinvieh erledigt. Mit unserer treuen Pulse Rifle. Ist irgendwie meine Lieblingswaffe. Ich muss es gestehen. Ich mag sie am liebsten. Wenn es genug Ammo gäbe, würde ich das ganze Spiel nur mit der Waffe durchspielen. Mir gefällt sie echt gut. Ui! Da kommt noch einiges auf uns zu. Die Marzipankugelchen. Och Mann, ey. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, ey. Na komm jetzt, Junge. Alter, Rückwärtsgang eingelegt hier. Da ist noch eine so eine Kugel, oder? Oh, ich dachte eigentlich, da wäre noch eine so... Boah. Junge, mach mal halblang hier. So. Das war es dann für ihn. Gibt's da oben irgendwas? Ja. Eine blaue Keycard. Sehr gut. Dann hole ich mir noch die Energie und dann können wir eigentlich... In den Teleporter, oder? Bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe bloß keinen Schimmer, wo wir die blaue Keycard einsetzen müssen, ehrlich gesagt. Haben wir schon eine blaue Tür gesehen? Und falls ja, weiß ich absolut nicht mehr, wo das war. Aber jetzt sieht man mal, wie das ganze Level so zusammenhängt. Alles miteinander verknüpft. War das vielleicht hier trotzdem irgendwo? Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Jetzt pass mal auf. Okay, hier haben wir die blaue Keycard gerade eben geholt. In dem Teleporter waren wir noch nicht. Okay, dann geht's nach hier oben. Dann können wir uns zumindest mal die ganzen Goodies hier holen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich guck nochmal hier rein. Aber ich glaube, da gab es auch nichts. Außer die Falle, den langen Korridor. So, dann bin ich wieder mal mit meinem Latein am Ende. Und wir müssen ein bisschen uns blind voranstochern und hoffen, dass ich die Tür finde. Also wie gesagt, falls... Was ist denn hier los? Ich komme nicht mehr voran. Falls wir sie schon mal gesehen haben, dann dicke Sorry. Ich kann mich
echt nicht mehr daran erinnern. Ich gehe nochmal durch den Teleporter. War das hier vielleicht? Ah, oh Gott. Nee, hier war es auch nicht. Ach, scheiße, Leute, wo ging's denn hier jetzt weiter? Mir schon lang nicht mehr passiert, dass ich stecken geblieben bin. Einfach nur aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo es weiterging. Hier war es genau. Okay, dann pass auf, mache ich nochmal einen Quick Save. Und wir schalten weiter voran. So, der Beholder bewacht den Aufzug. Ich muss da vorbei, Kumpel, es hilft alles nichts. Sehr gut. Jetzt wartet wieder die Meute auf uns dort unten, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, ja, ja. Oh, 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 wir werden sterben. Ja, ui, das ist heftig. Da muss ich mir was Besseres überlegen. Also da müssen wir auf jeden Fall mit einer dickeren Waffe rein. Ich glaube, da macht sogar ein Raketenwerfer oder ein Grenade Launcher Sinn, dass wir gleich auf die Fässer ballern können. So ein bisschen Splash Damage oder so. Collateral Damage. Ja, 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 das war schon wesentlich besser. Trotzdem, ein ekelhafter Raum, ein ekelhafter Raum. Der ist ja ekelhaft. Oh, scheiße, du, ey. Ich weiß gar nicht, auf was ich da zuerst soll. Ich glaube, ich versuche. Oh, nein, da ist so ein Ding wieder. Oh, fuck. Oh, das wird heftig, Leute. Okay, nochmal. Aber meine ursprüngliche Idee war gar nicht mal so blöd. Da gleich mit Explosivpower so weit aufzuräumen, wie es geht. Okay, nächster Versuch. Batz, 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 komm. Wo ist der Baumstamm? Der muss weg, der muss weg. Ah, die umzingeln mich hier halt. Ich habe da keine Chance. So, nur nicht nervös werden. Gut, so weit. So gut. Jetzt die Kumpel noch. Ah, ich bleib hier dauernd an den blöden Säulen hier hängen. Das ist mein Untergang. So, ja, 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 wir kommen der Sache schon näher. So, ich glaube, den Rest können wir so erledigen. Damit wir uns zumindest noch ein paar Granaten aufheben. Ei, jawohl. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Energie wäre auch nicht schlecht gewesen, meine Freunde. So, den letzten holen wir mit der Plasma runter. Nachdem da Munition liegt. Sehr gut. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Dritter Anlauf. Der hat gefunzt. Und da kriegen wir ein paar von den Rockets zurück. Sehr gut. Immerhin. Wieder 4 Stück. So, jetzt bitte nicht den nächsten Schwall dort oben. Ist das eventuell schon das Ziel? Okay, ich save nochmal. Hier ist das Ziel. Jetzt gucke ich mal, wo uns der Teleporter hinbringt. Hier raus, das wollte ich nicht. Okay, also den ganzen Weg laufe ich jetzt nicht nochmal ab. Deswegen, ich lade nochmal schnell. Und wir gehen da rein. Das war der Cooling Tower. Also es wird heiß, meine Freunde. Wie gesagt, die ganze Apparatur wird uns wahrscheinlich bald um die Ohren fliegen. Spätestens im nächsten Level. Das wird nämlich das letzte sein in dem Spiel. Und dann haben wir es geschafft. Aber hier jetzt erst nochmal die Intermission. Command Center. Slamming the door shut on the grasping claws and rending teeth, silence engulfs me. I turn and lean on the wall, heaving a sigh of relief. The reactor is behind me now, and all that remains is for me to find the shuttle to get out of here. Grabbing as much equipment as I can carry, I set off, the nearness of my goal spurring me on. I pass a sign. Command Center. Authorized personnel only. Clearance. Mut bi op de fro. The rest of it is unreadable. A charred mess. I resolve to be on the lookout for anyone who looks likely to hold a pass key. As I step outside, I can see the command center. The only access from this side seemingly via a gantry high overhead. Somewhere there must be a way up to that gantry. And somewhere there is a pass key to get me inside.